Ja, wir sind's, hey. Hey, we didn't do anything. Da heult jemand. Oh, ich weiß, was come kommt. On, glow sticks. Dance with me. What are you doing? Where are you going? Come on, glow sticks. Ein Rhythmusspiel. Hey, Cody, May. Play some music. Make them dance. Maybe they will if you leave the dance floor. Yeah, dude. Seriously, I think you're scaring them. No way, baby. I'm killing it. Can't you see my hip gyrations? Last this. Oh, please stop. Oh, please no. Woohoo! Oh, my God. My moves are so good. Look at this. Right, left. But to make the audience dance, you need to play the music. Get the audience on the floor. Let's DJ, baby. Woohoo! Oh, boy. Okay. Punk. Lass uns auflegen. Daft Punk haben sich aufgelöst. Es wird Zeit. Wo muss ich hin? Okay, hier. Ach, ich krieg die Nebelmaschine. Okay, warte, ich pump alle voll mit Nebel hier. Warte, und jetzt hier rüber. Achso, Right Stick. Almost. Was? Okay, warte. Oh, Alter, was? You like it? Oh yeah. Alter. Achso, warte. Ich habe einfach wild drauf rumgeklickt. Alter, das ist das beste Minigame hier. Bum, 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 bum. Ich liebe es. Spürst du den Flow? Wow. Es ist so aufregend. Das ging ja ewig. Das ging ewig. Ich will das auch nie wieder machen. Nein, ich will das nicht mehr machen. Ha. Warte, ich break schnell. Schade, kein Break. Ja, Mann! The audience is all warmed up and ready for your concert. Come on, let's go! Was? Where are we? Geil! So sieht es aus dem Audio-Cable aus. Wait, what are we riding on? It's a hoverboard. No way. I always wanted one of these things. Shit. Na toll. Glasfaser. Glasfaser? Glasfaser. Ich habe Gott gesehen. Und er war Musik. Oder sie.
everybody is. They're excited. Yeah, so am I. Are you ready for your performance, May? Are we still missing something? No, we got everything we need. It's showtime, baby. Woo! Haben Stäbe gerade rumgemacht, habe ich gar nicht gesehen, verdammt. You hear that, May? You hear the anticipation? I haven't performed in front of an audience for ages. May, it'll be fine. Just think of them all in their underwear. Yes, that will make you relax. Es sind Glühstäbchen. Mm. Let's go break the stage. Okay, Buck. Mm. Hey, May, break a leg. I can't do this. I can't do it. May, it doesn't have to be perfect, you know. Yes, it does. If it's not perfect, I'll let them down. No, just sing from your heart. You weren't born to be perfect. You were born to be you. Hätte das nicht Cody sagen müssen? Mann! Oh, Funk, komm, Selbstzweifel. Funk, du schaffst das. Ich vor jedem Stream. Es muss perfekt sein. Es muss immer perfekt sein. Nee, muss es nicht. Sind die Zuschauer ja auch nicht. Doch, das schon. Oh, du spielst alleine gerade. Endlich. Oh, ist das nice. Ich kann mich zurücklehnen. Oh, Junge. Komm, enttäusch mich nicht, Frank. Ja, gib alles. Als ob du dich nicht schon die ganze Zeit zurückgelehnt hättest. Und was heißt hier, enttäusch mich nicht? Nachdem ich das ganze Spiel getragen habe, ja? Du hast doch gerade gehört, was unser liebes Book of Love gesagt hat. Du schaffst das. Aber denk dran, es muss perfekt sein. Nein, eben, nein. Nein, Fresse vielleicht ein bisschen. Wenn es nicht perfekt ist, ist es nicht gut genug. Wie cool. Sieht die CD ist größer geworden oder wäre kleiner? Das sind Schallplatten. Ja, da war gerade eine CD. Hier ist eine CD zum Beispiel. Ja. Die waren vorher aber auch viel kleiner. Na, vielleicht hast du wieder ein bisschen getrunken. Sind das irgendwelche Cover-Abkupplungen, die man kennen sollte? Oder gibt's die Platten vielleicht wirklich? Das kann auch sein. Immer noch nicht durch, lol. Ja, und ich bin stolz drauf, dass wir noch nicht durch sind, weil wir wirklich alle Minigames mitnehmen, alles erforschen, alles erkunden. Wir haben eine halbe Stunde Schach gespielt. Was hast du gemacht? Richtig. Schach hat auch so Spaß gemacht. Ah, jetzt kann ich mich mal zurücklehnen. Oh, immer muss ich hier alles spielen. Na gut. Aber du hast es dir verdient. Du hast seit dem Spa keine Pause mehr gemacht. Ich geh wieder zurück, hab doch keinen Bock. Ich geh zu Hause Fernsehen gucken, du schaffst das schon mit dem Auftritt. Den Tisch habe ich nie zusammengebaut. Ah, du bist ja die Ingenieurin. Du bist sehr gut übrigens als Ingenieurin. Oh. Ihr habt nicht alle Minigames entdeckt. This is gonna be special. Ja und? Wir haben es aber zumindest versucht. Hast du gerade Probleme, über diese eine Schwelle rüber zu gehen, Erik? Habe ich das richtig gesehen? Über diese hier? Ja. Ja gut, aber guck mal, die ist auch defekt hier alles. Kannst du nochmal? Ah ja. Ja. Okay, gut. Funk? Ja? Guck mal, das Publikum, die erwarten schon was. Aber ich stell die mir halt alle nackt vor, die Leuchtstoffröhrchen. Das wird super. Wer macht denn da rum? Ich will sehen, dass hier zwei rummachen, aber ich sehe da niemanden. Ah, okay, ja gut. Okay, bist du bereit? Ich weiß nicht. Ja. Willst du kurz durchatmen? Ich weiß nicht. Ja. Nein. Schließ kurz die Augen und atme und zähle bis drei. Zwei. Ich kann das. Ich schaff das. Du schaffst das. Okay, ich glaube drei. Life is life. Na, 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 na. Also ich war noch nicht mal auf der Bühne. Oh, okay. Du schaffst das. Ein echter Künstler lässt sich Zeit. Richtig. Dafür hat das Publikum bezahlt.
Das die Wartezeit ist Teil der Experience. Das ist richtig, es stimmt sogar. Funk, 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 Funk. Lies erstmal ein Buch. Funk, Funk. Erstmal Weltbuch lesen. Ein Worldbook. NSP, E bis G ist aber sehr dünn. Band 3 war eine Enttäuschung. Oh, hörst du das Orchesterpro? Boah, super nice. Gleich kommt das Origin-Logo. Okay. Cool, die haben keine Ohren, die müssen zum nicht zuhören. Hey, 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 hey. Fuck, 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 fuck. Meine Damen und Herren, für Sie heute Abend auf der Bühne, es ist der eine, der einzige, der Samen, der Leiter, es ist Funk Master Royal! Come on, May. You can do this. I believe in you. Come on. Plot Twist, die brennt mit dem Buch durch. Oh, ja. Was ist das? Zieht aus. vielleicht wirklich. Song. You can listen to it when you feel better. I love you, Mom. Katzenfoto im Hintergrund. Nicht, dass sie wirklich abhaut, weil sie denkt, sie ist das Problem. You can do this, May. I know you can. Beautiful, May. Thank you.
Love heals all. Adios! Das war echt schön. Rose! Cody! May! It worked! Yeah, we're back! Where's Rose? I don't know. Rose? Hey. What? A letter. Dear Mum and Dad, I'm sorry that I did this to you. I know how to make everything good again. All you have to do is stop fighting. I know I'm not a perfect daughter. Wait, what? I'm sorry I don't like to brush my teeth. I'm sorry I read books after bedtime. I'm sorry I don't put my toys where they should be. I know it's my fault you want to divorce. She's blaming herself. She thinks it's her fault. I'll leave you alone so you can become friends again. You should be friends. I love you, Mum. I love you, Dad. P.S. I have my pocket money to buy a bus ticket. Don't worry. I packed a sandwich and a lollipop. Oh no. Oh, Rose. Rose! Sweetie! I'm so sorry. Don't worry about me. You can go home. No. Rose, honey, it's not your fault. We've been fighting. It isn't. No, Rose. It was never your fault. Okay. So, does that mean you can become friends again? Honey, listen, whatever happens, your mom and me, we will always be there for you. And we'll always love you. Always. Okay. Come here. Where did you find this? I found it at school. In a trash can. Well, I'm glad you did. Sometimes you can find real treasures in the trash. Come on. Let's go home. Okay, so Rose, if your mom had to fight an aggressive squirrel double her size, who do you think would win? Mom, of course. You're right. And that's why I like to hang out with her. Cody, I used to think you were completely irrational. But I have to say, you make more sense now. Thank you.
Ich bin ganz ehrlich. Am Ende. Oh, die Hummel! Oh. Die Hummel! Die 4 Stunden vergingen jetzt auch wie im Flug. Ja, die waren ratzfatz. Viel zu kurz. Noch 3-mal Schach spielen, komm. Du wolltest was sagen? Du bist ganz ehrlich? Ja, ich wollte sagen, ganz ehrlich, am Ende hatte ich kurzzeitig die Befürchtung, dass der Bus kommt und sie ist weg. Ich hatte noch ganz andere Befürchtungen, bevor man überhaupt gesehen hat, dass das Mädchen zum Bus geht. Oh ja, was denn? Oh Gott, warte mal, die schreit gerade. Nee, das bin ich. Das habe ich gerade live. Du singst wunderschön. Ja. Ach, war das schön, ey. Eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Punkt. Ja, ja, Punkt. Ja, ja, ja. Schließe ich mich dir an. Auf jeden Fall sogar. Also, ja, ich von vorn bis hinten begeistert. So was Gutes. Also die Story war jetzt nicht so, ne, so tiefgehend. Also es gab auch keine riesen Plot-Twist am Ende, aber es ist scheißiger. Es ist wirklich scheißiger. So was Gutes, ey. Und das war so abwechslungsreich von Anfang bis Ende. Auch heute, also auch in dieser, jetzt auch in dieser Session. Ja. So dauernd Abwechslung. Und ich meine, wir haben es noch in Länge gezogen, weil wir halt alles erkunden wollten, alles spielen wollten und so weiter. Wir haben das Auto übersehen. Heilige. Wie gut darf denn ein Spiel sein? Ja. Genau, der Story-Kern war halt nichts Originelles oder Großartiges, aber die Umsetzung. Ja, ja, das, also die Reise, da brauchen wir uns gar nicht überstreiten. Ne, das ist so gut. Ich hatte immer Angst vor dem Plot-Twist, dass das Buch irgendwie böse ist oder irgendwas vorhat. Ja, dachte ich auch. Aber das ist jetzt ja dann alles wirklich passiert, nicht wahr? Ja, ja, das ist nach einer wahren Begebenheit auch. Nee, aber... Die Biografie des Spieleentwicklers. Ja, genau, so ist es gewesen. Ja. Nee, aber das bedeutet ja, dass der Vater und die Mutter eine Level 17 Zauberin als Mädchen haben oder so. Ja, richtig, das stimmt ja auch. Das ist ja, das ist schon krass. Für mich nichts zu unlogisch. Ja, okay, klar, wer hier Logik erwartet, Entschuldigung, das ist natürlich keine Wirtschaftssimulation. Da hast du vielleicht das Genre verwechselt. Da braucht es ein bisschen Fantasie natürlich. Also alles in allem waren das sau viele verschiedene Spiele in einem. Ja. Ja. Aber keines dieser Spiele war irgendwie schlecht programmiert oder so einfach so, ah, jetzt hauen wir noch irgendwie das rein, damit wir das drin haben, sondern das war auch, es hat gepasst. Es war, die Steuerung ist so ein Segen in diesem Spiel. Finde ich persönlich. Es war genial. Grüße gehen raus an Alena Baumann, David Rodriguez Wilches und Jan Rosenzweig und Luca Daniel Thiel. Hallo, hallo. Und Sandy Mischak, Entschuldigung. Warum? Ist einer davon dein Mod gewesen, weißt du das? Oh. Nee, sag es nicht. Weil da die Realnamen stehen. Okay, ja gut. Ne? Ist aus dem Kopf, aber tatsächlich nicht. Action-Team. Ach ja, Morlock. Studios, alles klar. Okay. Morlock. Morlock. Gab's nicht irgendwie einen Rapper namens Morlock oder so ähnlich? Morlocko. Nee, das war eine russische Band. Ja. Ich weiß, das Spiel ging echt lange, aber ich find's schade, dass es vorbei ist. Ja. Ich hätte auch gerne noch 2 weitere Streams gespielt. Ja. Hätte ich also tatsächlich nichts dagegen gehabt. Krass. Tolles Spiel.
Und vor allen Dingen viele von diesen Abschnitten waren, glaube ich, aber auch ein bisschen angelehnt an klassische Arcade-Games, ne? Kam mir so ein bisschen vor. Ja, na, als wir mit den Fröschen heute zum ersten Mal durch den Wald, du meintest ja dann auch Frogger und das war halt auch so, so ein Frogger-Moment. Pitfall haben wir quasi immer gehabt, wenn wir an der Liane waren. Stimmt, das stimmt. Und am Ende bei der Disco, mit diesem, ne, wo man da so ein bisschen durchgeslidet ist und dann musste ausweichen, das kam ja auch irgendwo her. Ich komme aber nicht drauf. Ich habe für PlayStation 1, das war auf einer Demo-CD drauf, so ein Spiel, aber Vectronom, aber irgendwie so ähnlich, aber ja. Rot. Ach so, übrigens, ne, falls ihr zufällig 40 Euro übrig habt, ja, kauft das Spiel, unterstützt die Entwickler. Und das Schöne ist, ihr braucht das Spiel nur einmal und könnt es dennoch mit einer anderen Person spielen, die das Spiel nicht besitzt. Das heißt, wenn beide sich das teilen, zahlt man 20 Euro. Ja. Das ist ein Witz einfach. Also Entschuldigung, das ist wirklich ein Hohn. Das mit der Regenbogenstrecke ist ein bisschen aus Mario Kart. Ja, das stimmt, die Rainbow Bridge, ne? So ein bisschen. Ja. Ah, oh, das fand ich so schön alles. Ich fand das so schön. Ich fand's sauber. Okay, Funk. Ja. Wir verabreden uns jetzt schon fürs nächste Spiel von Hazelight. Okay, bin ich dabei. Bin ich dabei. Bin ich so dabei. Das war echt schön. Das war wunderschön. Auch das Ende war sehr, sehr epochal. Ja, es war ne, ein schönes, leichtes Ende. War jetzt nicht so schwerwiegend, keine Plotwitze und sonst was. Schönes, leichtes Ende, aber trotzdem so epochal umgesetzt. Ein Träumchen. Ich fand jetzt auch das gut, dass nicht irgendwie so mit einem Daumen drauf gedrückt wurde. Guck mal, wir wollen jetzt hier noch unbedingt so eine Story vermitteln oder so einen Pathos dir mit auf den Weg geben. Mhm. Die Geschichte ging im Endeffekt gut aus. Das war eine sehr seichte Geschichte mit einem großartigen Spiel um diese sehr angenehme Geschichte. Die Lynn schreibt gerade, dein Char hat auch It's a Me geschrien. It's a Me! Und das Buch hat dich wieder auf die Strecke gebracht wie die Wolke in Mario Kart. Ich habe Mario Kart viel zu selten gespielt. Also einmal, glaube ich, nur mit Harvey Scoo damals. Nein, komm, wie geil ist das denn? Deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen. Oh Mann! Oh cool! Och Mann. Ja, das ist halt toll. Toll. Trotzdem, ja, moralisch fragwürdig auf jeden Fall. Ja, also das mit Fanti war schwierig. Und die Augen des Staubsaugers? Auch sehr schwierig. Also das, am Ende waren die ja trotzdem alle heile, ne? Das war ja irgendwie nur, ich weiß nicht, was uns da passiert ist, keine Ahnung. Ne? Und auch der Affe war ja auch heile und alles, ja. Der Affe war ja sowieso heile. Ich weiß gar nicht, was mit dem am Ende passiert war, ehrlich gesagt. Den haben wir ja nur in den Weltraum geballert. Ja gut, da kommt man aber selten wieder. Ja gut, okay. Und wir sollten unbedingt den Baum im Garten umholzen. Oh ja. Und den Schatz aber auch noch mitnehmen bei den Maulwürfen. Oh ja, diese geilen Goldmünzen da, ne? Oh, da war eine Menge. Da könnten wir echt noch viel am Haus machen dann auch. Ja. Die Tochter wollte Fanti wieder heile machen, hat sie bestimmt genäht. Ja, glaube ich auch. Ja gut, ja, beim Schachspielen hatte die genug Zeit. Die Ausbildung nebenbei gemacht. Ja, ach schön. Gut, auf YouTube sage ich schon mal tschüss. Tschüss YouTube, es war eine Freude. Tschüss, bis bald, ciao. Tschö. Achso, und ja, Frank? Ja? Vielen, vielen Dank. Es war... Ich will deiner Verabschiedung jetzt nicht reinreden. Ich wollte auch sagen, danke, dass wir sowas spielen. Das boah, ist... So eine, es war mir ein Fest und eine Ehre gleichermaßen. Es war sehr, sehr, sehr schön. Ja. Ich wüsste nicht, ja, mit wessen zynischen, bitteren, lieblichen Kommentaren und Aktionen ich es lieber gespielt hätte. So, YouTube, tschüss. Tschüss, YouTube. Und Lavalampen, kauft euch Lavalampen. Ah, oh, Lavalampen. Wieso kann man wie so ein Aquarium in die Wand, ne? Stell dir vor. Oh, das wäre hier eine super Idee. Stundenlang angucken.